für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, als erstes begrüßt die Linksfraktion ausdrücklich, dass die Regionalisierungsmittel aufgestockt werden. Damit stärken wir die Bemühungen vieler Länder und Verkehrsverbünde, ihr Bahnangebot gerade im Nahverkehr zu verbessern. Wir bedauern aber, dass die Hälfte dieser zusätzlichen Mittel, also rund 2,6 Milliarden Euro, tatsächlich nicht vor Ort ankommen. Die aktuelle Gesetzeslage bindet diese Hälfte des Geldes bei der Deutschen Bahn AG, ohne dass eine Verwendung für den Ausbau des Bahnangebotes sichergestellt werden kann. Wenn Sie das ändern wollen, also dafür sind, dass die 5,2 Milliarden Euro tatsächlich bei den Ländern ankommen, dann müssen Sie ganz einfach nur die Gesetzeslage, und dafür sind wir hier nun mal zuständig im Deutschen Bundestag, ändern. Wir als Linksfraktion würden dem zustimmen. Denn zweitens, worum geht es? Aktuell führen wir eine intensive Klima- und Umweltschutzdebatte. Die Ursachen dafür liegen auf der Hand und sind eigentlich in diesem Haus, abgesehen von einer Fraktion, auch unumstritten. Und trotzdem, bevor man die Nutzung eines PKWs, eines Autos einschränkt oder verteuert, muss das Angebot im öffentlichen Verkehr deutlich verbessert werden. Es ist eben nicht nur die Milchkanne auf dem Land, die nicht angebunden ist. Es sind oft Kreisstädte und Mittelzentren, manchmal sogar die Randlagen von Großstädten, wo es fast unmöglich ist, den öffentlichen Personennahverkehr bzw. die Bahn zu erreichen und wo dort gerade der Umstieg vom Auto auf die Bahn erschwert wird. Hier wird wirklich jeder Euro gebraucht, dass sich das ändert, damit wir endlich zu einer Verbesserung der Situation kommen. Dritter Punkt. Wir brauchen irgendwann einmal auch klare Regeln, wie die Länder diese Gelder ausgeben werden. Zwei zufällige Beispiele, gerade aktuell, die sehr weit auseinanderliegen. Im Koalitionsvertrag, im neuen Koalitionsvertrag in Thüringen sind mehrere Projekte, zahlreiche Projekte von Streckenreaktivierung aufgelistet. Ich hoffe sehr, dass die dortigen Kolleginnen und Kollegen von CDU und FDP diesen sinnvollen Projekten dann auch zustimmen werden, damit das im Thüringischen Landtag eine Mehrheit bekommt. Bei mir zu Hause im Saarland wird aktuell eine Nebenbahn im Landkreis St. Wendel gerade abgerissen. Und dies wird das trotzdem gemacht, obwohl es dort eine konkrete Nachfrage für den Güterverkehr gab. Nebenan, auf der brachliegenden sogenannten Hochwaldbahn nach Hermeskeil, droht die Umnutzung zu einem Radweg. Der Vorschlag, auf dem ehemals zweigleisigen Bahndamm ein Bahngleis zu erhalten und das andere Gleis parallel für den Radweg zu verwenden, ist abgelehnt worden. Sorry, aber im selbsternannten Autoland Saarland würde bahnpolitisch auch dann nichts verbessern, wenn ich dort mehr Geld reinstecke vom Bund. Da muss wirklich tatsächlich von unseren Regularien was geändert werden. So geht es nicht weiter. Langfristig ist zu überlegen, ob die Vergabe der Regionalisierungsmittel des Bundes nicht an strengere Verwendungsregeln gekoppelt wird. Das sollte der Verkehrsausschuss ergebnisoffen, aber ernsthaft diskutieren. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Matthias Gastel für die